Im Frühjahr summen sie durch die Lüfte, nur in diesem Jahr weniger als gewohnt. Der kalte Frühling und die Varroa-Milbe kostete viele Bienenvölker in Hamburg das Leben. Hobbyimker Carsten Streblow musste den Verlust aller seiner Bienen verkraften. Na, das ist schon sehr traurig. Hobbyimkerei ist für mich auch tatsächlich eine Leidenschaft. Und mal ein Volk zu verlieren oder mal ein krankes Volk zu sehen, ist schon traurig genug. Aber dann alle Völker am Stand zu verlieren, das ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Streblow hat nicht aufgegeben. Er legte sich 4 neue Völker zu und behandelte diese gegen den Parasit. Das Ergebnis? Die sind sehr groß, sehr stark. Das sind prima Völker. Ein Honigraum im Raps ist schon voll und die sind sogar so stark, dass ich davon pro Volk mindestens 2 weitere Völker neu machen kann. Damit dürfte der Honigernte im Sommer nichts im Wege stehen.